Oh shit. Alles gut. Alles gut, wir clearen, wir clearen, wir clearen nur. Wir clearen nur ein bisschen. Nur clearen. Nur clearen. Aber ich stehe keiner an der Wand oder so. Hopp. Moin. Nur clearen. Okay, alles gut. Junge, das ist mir aber gerade ein bisschen zu sehr gestaged hier, ne? Wenn das die kleine Göre ist, ich sag's euch, Leute. Das war die letzte... Tja. Ja. Ja. Ich glaube, es geht gar nicht anders, wenn wir so viel Munition kommen, dass wir irgendwann mal einfach schießen. Ich weiß noch nicht, was das macht. Wahrscheinlich Aua. Aber ich dachte auch eher von den Zauns oder so. Einfach Dexter. Toluca? Kleiner Treppenschlüssel, zweite Etage für die kleine Treppe. Hier, warte mal, das können wir aufmachen. Ah, okay, wir sind jetzt hier. Ich würde so gern speichern, ne? Warte mal, wir haben Kleintremmschlüssel 2F. Ich will unbedingt speichern. Aber dann haben die Bilder doch jetzt nichts mit dem Safe zu tun gehabt, oder? Also 108 ist klar. Da ist auch alles klar. Die 201 ist noch abgeschlossen. Aber ich glaube, dafür haben wir den Schlüssel schon bekommen. Und ich glaube, da oben ist die kleine Treppe. Das müsste die kleine Treppe sein. Und hier ist zu. Also kommen wir da nicht weiter wahrscheinlich, oder? Das ist aber kein Gitter. Na gut, in der 3 weiß ich mal nicht. Gar nichts. Vielleicht können wir über die kleine Treppe, über die 3. Aber ich will jetzt erstmal speichern. Bitte. Bitte lass mich speichern. Ich weiß halt immer nicht, ob hier Leute respawnen können oder so. Keine Ahnung, aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich meine, also, es wäre auch dumm. Ich kann mit Steuer... Ah, perfekt. 5 Stunden im Spiel. Ich habe herausgefunden durch den Chat, dass ich mit Steuerkreuz die Karte aufmache. Danke. Danke, danke. Ja, das habe ich gewusst. Ich wollte nur, ja, ihr seid wach. Ach, das ist so viel angenehmer. Das ist viel schöner. Jetzt stellt euch mal vor, ich hätte das einfach für mich hier aufgenommen und gespielt, ja? Wahrscheinlich hätten alle Leute gesagt, Kevin, du dumme Sau, mach doch mal mit Steuerkreuz die Karte auf. Und das 80.000 Folgen lang. Livestreams is the way, ich sag's euch. 100%. Sonst wäre das jetzt 10 Jahre so weitergegangen. Oh Gott. Speichern. Sehr gut. Okay. Das heißt... Warte mal, wir können die Münze da reinmachen. Ist vielleicht auch nicht unwichtig. Und wir haben ein Schwert, wir haben einen Kopf. Wir müssen das ja in der richtigen Position reinmachen, ne? Was sagt der Text? 3 glänzende Münzen, 5 Löcher darin. Unter dem Baum sitzt sie, singt vor sich hin. Dann kam, warte mal, der Wind erweht, der Magd in den Rücken, allein wächst das Blümlein voller Entzücken. Und dann kam der Mann so edel und schmal. Also müsste das eigentlich hier hin. Ich tue jetzt mal so, als wüsste ich's. Muss ja der Mann sein. Wir haben nichts von dem Schwert gehört. Also alles gut. Speichern nochmal. Also ich muss sagen, ich finde das Prinzip, wie das Spiel aufgebaut ist, bisher sowas von cool, ne? Das macht so Spaß. Aber ich glaube, das werde ich ganz schnell wieder zurücknehmen, wenn das Geodreieck in unser Gesicht reinfliegt. Und ich will es nicht herausfinden. Aber ich glaube, wir müssen.
Wenn wir Mary den vielleicht Geist retten wollen oder auch das kleine Kackkind verprügeln wollen, dann müssen wir das rausfinden. Okay, wo lang? Ach, guck mal, das hat sich komplett eingebrannt. Wie kommen wir da rüber? Wie kommen wir zu dieser Treppe hin? Wie komme ich denn da hoch? Wie komme ich zu dieser Treppe? Da vorne ist doch, da ist doch zu. Hier ist doch geschlossen. Hä? Scheiße, warte mal. Ich glaube, es gibt hier gerade ein kleines Problem. Oh, ja, warte mal. Ich habe die Erinnerung. Ja, 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 ich weiß wieder. Hier lang. Und weiter geht's. Ja! Ich würde sagen, ich bleib dabei. Wenn hier was entgegenkommt, dann schieße ich erstmal nicht. Oh ja, geil. Lange Gänge, das lieben wir doch. Da kommt doch Freude auf, Junge. Da zuckt schon meine Kniescheibe. Das sieht aus wie eine Tür, wo gleich irgendwas durchballert. Außer ich. Wo bin ich? Oh. Hier bin ich. Haben wir den Schlüssel für die 201? Nee, haben wir gar nicht, ne? Haben wir gar nicht. Dann müssen wir da hinten lang. Geht noch nicht. Dann schau. Hä? Okay. Jemand hat hier seinen Wackelpudding verloren. Glaube ich. Oh ja. Oh ja. Wollen wir einfach mal testen? Wollen wir einfach mal testen? Einfach mal abwarten. What? Das war direkt in die Birne. Okay, scheiß drauf. Okay, das hat aber schon ordentlich geholfen, ne? Das war nicht schlecht. James kommt so langsam in den Flow, Leute. Ganz kurz. Wie ist das mit dem Nachladen? Kann ich selber nachladen? Ist das... Ah ja, danke. Vielleicht überlegen die sich in Zukunft zweimal, ob die uns entgegenlaufen oder nicht. Hier sind wir. Okay. Jetzt können wir diese Tür aufmachen. Ja. Nice. Und ich will schon wieder speichern. Der kleinste Erfolg im Spiel, ich möchte sofort speichern. Bitte. Danke. Das Spiel so, ja, komm, Kevin, wenn's so ist, kein Problem. Hier, nimm. Okay, und Spiel, wenn du vielleicht jetzt noch das Geodreieck aus dem Spiel rausnehmen könntest. Warte mal, habe ich irgendwas vergessen? Wir haben gespeichert, da haben wir die Tür noch nicht. Sonst haben wir, glaube ich, auch alle Dinger betreten, ne? Ja, rechts ist alles zu, hier haben wir alle Türen gecheckt. Und jetzt gehen wir dahin, wo wir auf keinen Fall hingehen sollten. Perfekt! Ey, wir dürfen uns auch nicht wundern, dass wir uns gleich irgendwann, ne? Wie gesagt, wenn wir alle Regeln missachten... Dann dürfen wir uns auch nicht wundern, dass wir irgendwann einfach die Haut abgezogen bekommen. Hallo, Ungeziefer. Häschen sagt Piep. Ja, nah dran.
Ich glaube, wir sind safe. Vorerst. Okay, das war's. Das war's mit dem Safe. Scheiße. Warte mal, was sagt die Karte? Hier geht's nicht weiter, da geht's nicht weiter. Links geht's einmal rum. Geradeaus kommt ein Gitter oder so, glaube ich. Aber wo ist dieses Geodreieck hin? Also, nicht, dass ich das wissen wollen würde, aber, ne? Man kann gerne auch noch ein bisschen im Schatten bleiben. Solange du einfach beim Watching bleibst, ist alles gut. Alles gut. Ich weiß nicht, was ich machen soll, wenn der uns entgegenkommt. Schießt, also auf dem Kopf macht er keinen Sinn, weil der hat ja nur das Geodreieck. Das heißt, wir müssen dem wahrscheinlich die Kniescheiben ein bisschen massieren oder so mit den Kugeln. Schlüssel haben wir nicht. Warte mal. Was raschelt hier? Warum ist hier wieder Radioempfang scheiße? Und ein Fidget Spinner. Das Ding ist weggelaufen. Das ist nicht euer Ernst, oder? Oh mein Gott! Sie können ja ausweichen! Oh, fuck you! Fuck you! Die hat gerade den Schuss gedodged, die Drecksau! Also sowas Unfreundliches! Wo sind die andere hin? Ah, moin! Aua, fuck! Nein! 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 Ja! Nein! 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 Ich bin Homer Simpson! Nein! 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 Ja! Nein! Ah! Ah! Nee, will ich nicht. Mag ich nicht. Möchte ich nicht. Ich hasse die. Ich hasse die Fitnessbilder. Lass mich in Ruhe! Junge, wie scheiße sind die bitte? Halt doch bitte einfach deine Klappe! Ich möchte mich nicht mit dir unter... Oh, Medizin, geil. Mein Leben ist so eine Party. So eine geile Party. Ich wünschte, es wäre ein Homerun gewesen. Aber es war keiner. Hat irgendjemand Medizin gesehen? Irgendjemand? Irgendetwas? Die hat einfach meinen Schuss gedodged. Die erste ist einfach zur Seite gesprungen. Die hat einfach kurz Matrix aktiviert. Nichts. Alles schlecht. Alles ganz schlecht hier gerade. Warte. Okay. Letzte Chance zum Aufgeben. Oh, ich schieß gleich einfach. Ist mir scheißegal. Guck mal, wir haben fast 30 Schüsse nochmal. Was passiert hier? Ist mir zu doof, die Scheiße! Ja, das war die gerade weggelaufen war, oder? Was ist hier los, Alter? Kein Wunder, dass sie oben hier nicht hoch dürfen. Wenn überall eine Privatparty stattfindet. Okay, warte mal, da kommen wir wahrscheinlich auf den Balkon. Nee, warte mal, das macht gar keinen Sinn. Wo kommen wir da hin? Ich
hab keine Ahnung, ob wir die Schüsse für das Geodreieck brauchen. Ich weiß es nicht. Es schien ja gerade so. Scheiße! So macht man das in Kleve, Junge! Bam! Oh. Das war ein Unfall. Ich kann dafür nichts, dass dein Freund tot ist. Scheiß drauf. Können wir mal darüber reden, was das für ein krasses Brett ist eigentlich? Dass das seit 30 Stunden irgendwie jeglichen Schlag überlebt und nicht durchbricht, obwohl es modrig aussieht wie sonst was? Das kann doch kein Zufall sein. Warum habe ich noch Radiogeräusche? Das ist scheiße. Warte mal. Hier geht's nicht weiter. Oh Gott. Wir sind ja noch mehr! Okay, wir können das ganz gesittet klären, liebe Freunde, ja? Ganz entspannt. Einer nach dem anderen. Keine UNO-Reverse-Karte, keine plus 4. Ich möchte ein ganz klares Deck haben hier. Ich bin gerade hier reingelaufen. Hör doch auf, mich zu verarschen. Scheiß drauf. Lieber so, anstatt dass ich irgendwie noch mehr Schaden bekomme und irgendwie dann drauf gehe gleich. Ich meine, wir dürfen das nicht übertreiben. Aber ist mir dann auch zu doof. Wie wir unser Brett nennen? Unser Brett heißt, unser Schlagbrett heißt. Ist ein klassischer. Klassischer Prügelbärt. Das ist Prügelbärt. 100% Prügelbärt. Brad Pitt ist halt auch nicht schlecht. Das ist fast schon viel besser. Ich lag falsch, falsch, falsch. Nein, das stimmt nicht ganz. Aber ich lag auch nicht richtig. Ich muss noch mehrere Schichten abziehen, abreißen, bis das Blut hervortritt. Schichten? Was für Schichten? Ich habe es die ganze Zeit da unten gesucht, aber es ist in mir. Es ist etwas in mir. Redet der von seiner Haut? Er redet von seiner Haut. Bis das Blut raustritt, natürlich. Speichern! Junge, was ist das denn? Hä? Saft in Dosen. Bloody Apple. Boah, bestimmt würde mir das jetzt irgendwas Cooles sagen, wenn ich mich damit auskennen würde, oder? Ich habe keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Warum wir uns das angucken? Oh! Hä? Wir haben jetzt Saft in Dosen mitgenommen? Ein ziemlich schwere Packung mit mehreren Dosen Saft? Ja, toll! Chat, wollt ihr was abhaben? Wollt ihr was trinken? Habt ihr Durst? Warum? Oh, darum! Hä? Aber wieso sind wir jetzt gerade auf die Idee gekommen, das da einfach reinzuschmeißen? Einfach so? Regie, die Wäsche ist fertig. Einmal bitte, also. Ja? Okay, danke.
Drecksau! Verarsch mich doch nicht! Das mache ich beim nächsten Mal auch, Leute. Denkt dran, wenn ihr Saft findet, geht zu dem nächstbesten Wäscheklappe, schmeißt es da rein und dann geht ihr ganz schnell nach unten und guckt, ob da irgendwie eine geile goldene Münze drauf gerollt ist, okay? Nur damit ihr das nicht vergesst. Okay, warte mal. Ich würde sehr gern speichern gehen nochmal. Verstopfter Müllschacht. Warum sind wir auf die Idee gekommen, das einfach frei zu machen? Also ich meine, wieso wäre das wichtig für uns? Unten ist... Oh, in der im Erdgeschoss ein Ausrufezeichen. Okay. Speichern. Erst speichern. Ich will speichern. Egal was da ist. Okay. Waren wir hier oben schon komplett? Sind wir da schon durchgelaufen durch die dritte Etage? Ich meine, da vorne geht es ja sowieso nicht weiter, ne? Also können wir es auch gar nicht. Wir können es gar nicht. Wir müssen runter. Wir müssen runter. Wo kommen wir jetzt raus? Da. Okay, Leute. Ich weiß nicht, was da wartet, warum da ein Ausrufezeichen steht, aber ich glaube, jetzt wird nochmal doppelt getanzt. Da hustet jemand. Hallo? Nein, ich habe den alten Teil nicht gespielt. Ich kenne gar nichts. Asthma-Pumpe vielleicht. Oh, der Bierschiss, natürlich. Und noch mache ich Späße. Aber Sir? Ja, Junge, kein Wunder, warum du kotzt, wenn du Lasagne aus Gehirn machst. Was ist mit dir kaputt? Erstmal ausrauben, die Drecksau. Sir. Hey, who's there? It wasn't me. I didn't do it. I didn't do it, I swear. Wer ist er denn? Peter Griffins Sohn, Alter. Hey. Are you okay? I didn't do anything. He was like that when I got here. He? Oh, you mean the man back there? In the kitchen? I didn't do it. I swear I didn't kill him. Yeah, it's all right. I'm not saying that you did. Look, my name is James. James Sunderland. Eddie. Eddie, okay.
So, do you live here, Eddie? No. I'm not even from this town. What? It's just... Something brought you here. Yeah. Yeah, you could say that. Well, they came at me. I didn't know what to do, so I ran. I came here. Figured it might be safe, but then I found the guy in the fridge. Easy, Dylan. Deep breaths. Look, this place, it's not safe. These things, this whole town, there's something wrong with it. Might be best if you just get out of here. Yeah, you're right. Hey, you want to come with? Maybe together we can find a way out of this town. Oh, sorry, but I can't leave. Not yet. I need to find someone. Oh. And Eddie, be careful. Yeah, you too. Wieso ist der hier? Wieso ist der hier? Hä? Der chillt da jetzt einfach. Eddie, are you gonna be okay? Yeah, I guess. Ja, warum wir hier sind, wissen wir ja. Wir sind ja wegen Mary, aber was macht er hier? Ich meine, es ist ja nicht so, dass man einfach hier hinspazieren kann und einfach hier sagt, ey, oh, heute ist Sightseeing-Tour, Sightseeing, komm, kein Problem. Easy peasy. Der chillt ja einfach in meinem... Das ist das erste... Ja, das wäre Spoiler, ich weiß, aber das habe ich für mich gerade gefragt, okay? Was ist denn das jetzt da für eine Just Dance Party? Pool Party, ich nehme alles zurück. What? Das machen die also, wenn die nicht irgendwo rumspuken? Junge, was ist hier geschehen? Was ist das hier? Stell nicht solche Fragen, sonst antwortet noch wer. Nein, ich denke für mich laut, okay? Das gehört dazu. Wenn die Leute dann spoilern, dann sind sie selber schuld, wenn sie gebannt werden. Oh, da geht's zum Park. Also, fast. Ich kann hier raus. Warte. Erstmal möchte ich checken, was das Ausrufezeichen zu bedeuten hat. Was hat das zu bedeuten? Ich bereue es. Können wir auch endlich hier lang. Lasst euch nicht stören, ich habe nichts getan. Alles cool. Oh. Das ist das Ausrufezeichen. Perfekt. Oh nee, warte mal, warte mal, ich muss hier noch die Münze, ich Idiot. Natürlich. Die Münze, na klar. Die Frau. Die hätte ich schon wieder fast vergessen. Okay, ich bin gleich wieder bei dir. Ich bin gerade ultra paranoid. Ich warte einfach darauf, dass irgendeiner um die Ecke gleich wartet auf uns und uns den Arsch aufreißt. Also richtig so groß, so Geodreieck-mäßig. Zwei Münzen haben wir. Unter dem Baum sitzt sie, sinkt vor sich hin. Der Wind erwägt. Er weht der Magd in den Rücken. Unter dem Baum sinkt sie vor sich hin. Sitzt sie und sinkt vor sich hin. Unter dem Baum. Wobei, das kann auch unter dem Baum sein, weil der Baum ja auch schon ein bisschen dahin geht, ne? Unter dem Baum sitzt sie, sinkt vor sich hin. Der Wind, er weht, der Magd in den Rücken. Oh, der Wind. Das können wir sowieso natürlich erst machen, wenn wir... Drei Münzen fehlen noch. Speichern. Bloß speichern.
aber ganz schnell. Und Pyramid Geodreieck Johnny hat einfach nur gestalkt. Nur gestalkt. Und hat sich dann gedacht, yo, der ist zu krass für mich, ich verpiss mich jetzt. Das muss der Grund sein. Nur das kann der Grund sein. Sonst nichts. Aber gut, wer nicht will, der hat schon, ne? Ich meine ja nur, so. Ich denke mal, wir werden früher oder später immer noch ein gemeinsames Date bekommen. Da habe ich gar keinen Zweifel dran. Kotzt der jetzt immer noch? Nee, ne? Ich meine, irgendwann muss das ja am Aufhören, da rauszuspießen. Irgendwann kommt halt einfach nichts mehr raus. Moin, Freunde! Ach du Scheiße, Alter, was ist denn hier los? Scheiß drauf. Schluss mit lustig! Wer will noch mal, wer hat noch nicht, hä? Komm her. Komm los her. Ja! James hat Bock auf Party. Die kommen da nicht raus, ne? Okay, warte mal. Was ist das hier? Können wir das aufmachen? Let's go! Ich weiß aber nicht, ob ich da jetzt schon durchgehen möchte. Okay. Ist echt so. Einfach die Leiter vom Pool rausgenommen und die Sims-Charaktere sterben alle aus. Lass mich raten, da geht's nicht weiter, oder? Zumindest vorerst. Ey, ja, ich kümmere mich gleich um euch. Ihr macht da schön Poolparty. Ihr habt eure Poolnudeln vergessen, übrigens. Das Tor ist von 8 bis 19 Uhr geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten wenden Sie sich bitte an die Rezeption. Was? Wie von 8 bis 19 Uhr? Wir können halt wirklich die Treppe da nicht hochlaufen. Alter, wie die das Blut einfach hier hinterzieht. Wo läuft der jetzt hier die ganze Zeit im Kreis? Ist das dein Ernst? Stehen geblieben! Ja, James kommt so langsam auf Betriebstemperatur, Leute. So langsam ist jetzt nicht mehr mit ihm gut Kirschen pflücken hier. Aber da bin ich jetzt gar nicht böse drüber. Ja! Direkt die nächste! Bam! Münze, Schlange und irgendeine Blume. Zwei noch. Zwei Münzen fehlen. Ich weiß nicht, warum James gerade unbesiegbar war, aber zwei Münzen fehlen. Also da kommen wir nur weiter, wenn die Uhrzeit passt. Entschuldigen Sie, wissen Sie, wie spät wir haben? Das, ich glaube, es ist jetzt ein bisschen spät, ne? Dieser Gang ist echt so geil. Also, warte mal, können wir nicht hier aufmachen einfach? Kann ich das nicht einfach... Bin mir ziemlich sicher, dass das nicht funktioniert. Bin mir ziemlich sicher, wenn wir das machen, dass das ein verschwendeter Schuss ist. Aber... Ein Schuss mehr oder weniger. Toll. Ja, das... Wir haben's probiert!
Guck mal, hier sind wir. Speichern. Bitte speichern. Einfach speichern. Man weiß ja nie. Es gibt auch manchmal Momente, da passiert das halt auch, ne? Da geht das. Okay, was haben wir hier? Wir haben drei glänzende Münzen und fünf Löcher darin. Unter dem Baum sitzt sie, singt vor sich hin. Der Wind erweht der Magd in den Rücken. Allein wächst das Blümelein voller Entzücken. Und dann kam der Mann so edel und schmal mit goldenen Augen im Mondlicht Aschfall. Allein wächst das Blümlein. Das wird safe falsch sein. Das muss bestimmt getauscht werden. Zwei fehlen noch. Aber wo? Irgendwas habe ich vergessen. Oder nicht? Irgendwas muss ich vergessen haben. Da ist ein Häkchen. Was ist mit der 201? Was ist mit der 201? Da kommen wir nicht rein. Ich habe keinen Schlüssel dafür. Ich habe keinen Schimmer. Die 201 fehlt. Ich habe keinen Schlüssel für die 201. Gibt's doch nicht. Bei Medizin haben wir immerhin einmal, das ist ja toll. Bester Tag meines Lebens, aber das war's. Ach, wir haben ein Radio dabei, stimmt. Was uns sagt, okay, hier ist jetzt gerade Gefahr. Ich überlege gerade, ich wüsste nicht, was wir noch machen können. Ich meine, wir haben ja fast jede Tür offen. Da kommen wir nicht rein, da haben wir irgendwo was nicht gecheckt. Die 101. Kommen wir wahrscheinlich auch nicht rein, weil, ja, nee, das ist ja Fenster. Wie sieht's aus mit den Türen da hinten? Haben wir auch alle gecheckt, oder nicht? Scheiße! Irgendwas muss ich vergessen haben. Ich meine, die 201 ist abgeschlossen. Oder bin ich jetzt doof? Ja, da ist ja noch der Kreis. Die ist abgeschlossen. Die wollen mich verarschen. Warte mal. Ich geh nochmal gucken. Ich meine, was auch sonst. Es bleibt ja nichts anderes übrig. 201. Hier waren wir schon. Keine Chance. Treppenhaus. Das ist so still auf einmal. Ich meine, klar, aber... Mir fehlt der Schlüssel. Ich muss ja irgendwo was übersehen haben, oder nicht? Also ohne jetzt zu spoilern von euch. Irgendwas fehlt. Und ich habe keine Ahnung was. Wir waren überall. Glaube ich.
Im Wägelchen war nur die Münze. War nur die Münze. Da geht's nicht weiter. Kommen wir nicht durch. Leute! Ne, da kommen wir nicht weiter, da können wir auch nicht checken und da können wir auch nicht checken. Mir fehlen noch zwei Münzen. Mir fehlen zwei Münzen. Und wir haben ein Zimmer, wo ich nicht reinkomme, die 201. Wo offensichtlich irgendwas fehlt. Das gibt's doch nicht. Nee, da war das nicht. Da war auch kein Schlüssel. Leute, schreibt das mal, wenn, schreibt das mal bitte so. So, da habe ich benutzt. Schreibt das mal bitte so, dass ihr, ohne dass ihr direkt spoilert oder so, ja? Das, wenn das geht. Wenn ihr helfen wollt. Wo zum Bums fahre ich noch nicht? Wenn überall, wo eine Markierung ist, muss ich ja gewesen sein. Hat ja gar keinen Sinn. Ich meine, wir sehen es ja selber. Hier waren wir. Hier waren wir. Hier waren wir. Oft hilft's nochmal lesen. Oft hilft nochmal lesen. Ersten Geschoss ist es ganz heiß. Okay, das ist doch das, wovon ich rede, Leute. Genau das ist es. Deswegen seid ihr so geile Pisser. Im ersten Stock ist es ganz heiß. Oh. Oh. Oho. Aber ich habe ja hier auch nichts vergessen, oder? Das ist ja... So, stell dir mal vor, der liegt jetzt einfach hier irgendwo rum. Vielleicht am Eingangsbereich oder so. Oh Gott, ich dachte gerade. 103. Geht nicht rein. 101, 103. War ich hier wirklich überall? Eigentlich schon. Ich bin mir eigentlich schon ziemlich sicher, dass ich relativ gut nachgeschaut habe. Eigentlich. Alle Kartons gecheckt, alle Schubladen gecheckt, eigentlich alles gecheckt. Da waren wir drin, da geht's nicht weiter. Nope. Lüfte mir dein kleines Geheimnis, kleines Gebäude. Bitte. Warte mal. Warte mal, what? Hä? Wo kommst du denn her? Da war ich noch nicht. Doch, hier war ich doch. Aber... Seit wann? Seit wann?
Hä, wir waren doch hier überall. Das ist, Okay. Ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt gerade einen Satz gelesen, der uns vielleicht in Richtung Pool deuten lässt. Aber da waren wir doch. Und der Mann, der braucht gleich ein Sauerstoffzelt, wenn er hier noch die ganze Zeit hin und her joggt. Hier waren wir doch überall. Alles schon durchgeschaut. Was fehlt? Also offensichtlich der Schlüssel, aber... Hier ist er ja nicht, das ist ja einfach nur zum Angucken, das war's. Ich kann ja nichts machen. Das Rätsel ist einfach noch größer geworden wegen Tipps, ja. Warte. Wir sind ja hier komplett einmal rum, ne? So. Was hat es da mit den Türen auf sich? Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, da rausgekickt. Warnung, Müllschacht außer Betrieb, bitte nicht benutzen, bis das Problem behoben ist. Sollte das der Hinweis für mich sein, dass wir da was reinschmeißen? Also haben wir ja schon getan, aber... Hä? Wieso ist da jetzt ein Fragezeichen? Ich bin doch schon fertig. Ich bin dem Spiel einfach zuvor gekommen. Oder... Jetzt bin ich komplett raus. Karte sagt Fragezeichen. Ja, aber das war das Schild. Ich hab das doch schon da durchgeschmissen. Glaube ich. Die wollen mich an der Nase entlang fühlen hier, die Drecksäcke. Das war einer der ersten Räume, die wir betreten haben. Da wird ja wohl nicht einfach hier jetzt ein Schlüssel drin rumliegen. Das habe ich doch gesehen. Also lag doch nichts. Hier lag nichts. Das haben wir auch schon gelesen. Die Frage ist, brauche ich überhaupt... Ja, natürlich brauche ich einen Schlüssel. Wurde gerade gesagt, manchmal einfach nochmal lesen, aber... Das bringt ja gar nichts. Hinterzimmerbrief. Das war das andere Gebäude. Oh? Da geht's nicht rein. Eventuell lesen, was mit dem Rätsel in Verbindung steht? Mit welchem Rätsel? Den Hinweis haben wir nicht dabei. Wie kann ich denn den Hinweis nicht dabei haben? Den habe ich auch übersehen? Ich hab
habe den Hinweis nicht dabei. Nichts. Da geht's auch nicht weiter. Kommt doch eine Begrenzung, oder nicht? Geht doch nicht, aber ändert ja nichts. Hier geht's nicht rein. Da sind wir gerade durch. Hier ist abgeschlossen. Ich bin offiziell aufgelaufen. Vorhin habt ihr gesagt, Erdgeschoss klingt sehr warm, aber ich weiß nicht, ob ihr das auch wisst. Ob das einfach nur ein Vorschlag war. Oder ob es wirklich... Speicher mal, leg dich unter einen Baum und denk nach. Junge, ihr zieht mir gerade jede einzelne Gehirnader aus meinem Kopf. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche komischen Machenschaftensätze von euch sind oder ob das auch Hinweise sein sollen. Leg dich unter einen Baum und denk... Ja, das war die Münze. Oh, wahrscheinlich können wir mit diesem Ding die Zeit verändern, ne? Oft hilft nochmals lesen. Junge. Ich habe ja aber doch noch nicht genug... Drei glänzende Münzen! Wir brauchen gar keine mehr! Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Der Wind... Er weht der Magd in den Rücken. Allein wächst das Blümelein voller Entzücken. Wo kommt denn der Wind her? Drei glänzende Münzen, fünf Löcher darin. Junge, ich bin ja so lost. Ach du Scheiße. Drei glänzende... Oh Gott. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Der Wind erweht der Magd in den Rücken. Ja, wo ist denn der Wind? Allein wächst das Blümelein voller Entzücken. Und dann kam der Mann, so edel und schmal, mit goldenen Augen im Mondlicht, aschfahl. Mit goldenen Augen im Mondlicht. Der Mann, er kommt näher, er zückt seine Klinge. Sie scheint so hell wie Silberlinge. Die Magd, sie flieht weit weg von dem Mann. Hin zu der Blume, vom Baum wächst sie ran. Der Mann, er kommt näher, er zückt seine Klinge. Oh. Wo die Blume einst wuchs, ist ein giftiger Schein. Schlange. Wo die Magd einst lag, ist nur noch ein Stein. Und über dem Grab ist des Mannes Gesicht, seine Klinge,
die traf die Schlange nicht. Über dem Grab ist des Mannes Gesicht. Über dem Grab ist des Mannes Gesicht. Die boshafte Bestie, die biss schnell zu. Er bettet die Magd zur ewigen Ruhe. Auf dich fällt die Entscheidung schwer. Wer trägt die Schuld in dieser Meer? Können wir auch was oben hin machen? Boshafte Bestie. Bis schnell zu. Oh mein Gott. Wir konnten nie in 201, weil der 201er Schlüssel die ganze Zeit in diesem Ding drin ist. Und ich bin davon ausgegangen, dass wir 5 fucking Münzen brauchen. Ich dumme Drecksau. Leute, das habt ihr davon, wenn ihr einem Kevin zuschaut. Mann! So, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Danke, Leute. Ey, vielen Dank für eure Tipps, Mann. Also für die Hinweise. Ja, für keine Spoiler, für die Hinweise. 201. Leck mich am Arsch. Nein, alles gut. Das war genau perfekt. Vielen, vielen Dank. Jetzt geht's rund. Und ich weiß nicht, ob das gut ist. Und wo ist dieses Kind? Oh mein Gott, die Tür. Oh, die Tür. Oh, die Tür. Die Tür. Ich habe die Tür nicht mal richtig gesehen. Da ist der Baum. Oh Gott. Das macht's ja noch viel schlimmer. Es reicht doch jetzt, Spiel. Wir wissen doch, dass ich doof bin. Okay, was ist hier los? Hä? Medizin, das ist schön. Warum ist hier alles so sauber? Also... Ja, wobei, das kein Radiorauschen. Als wäre das fast so, dass als müsste man würdig sein, diese Wohnung zu betreten. Ach du Scheiße. Ich weiß, wer hier wohnt. Das ist das Animal Crossing Haus von dem Geodreieck. Toll! Ganz toll! Ah! Nein! Nein! Was ist das? Beim nächsten Mal noch ein bisschen schneller die Tür zumachen.
Leute, ich möchte euch eins sagen, ja? Wenn uns gleich der Arsch mit dem Gürtel verprügelt wird, ich bin raus, ich hab nichts gemacht. Ich hab keine Möglichkeit gehabt, ihn aufzuhalten. Ich hätte mein Maul gehalten. Ich weiß nicht, was der da gerade vorhat, Alter. Ich hab keine Ahnung. Hä? Der macht nichts. Wieso macht er nichts? Das ist ja noch viel schlimmer. Wir haben gleichzeitig geschluckt. Das ist es. Das war's. Ha! James, eine Frage, ja? Ich weiß, wir sind alle ein bisschen aufgebracht, wir sind alle ein bisschen nervös und so, wir wissen nicht, was los ist und so, ne? Dir ist schon bewusst, dass das fettes Metall ist, was der da auf seinem Kopf hat, ne? Der hat sich ein ganz entspanntes Campingzelt außer Metall auf seinen Schädel gesetzt, James. Ich wollte nur mal kurz, ne? Aber, also, ich wollte, also, nur kleine Randnotiz an dieser Stelle. Ich meine, ich sollte mein Maul halten, ich habe gerade eine halbe Stunde keinen Baum gefunden und wusste nicht, dass wir nur 3 Münzen brauchen. Also, ich halte meine Fresse, aber nur für die Zukunft, ja? Damit wir da auch einig sind. Vielleicht. Das, ist das auch von Mary? Ist das bekannt? Da ist eine Blume drauf. Wenn ich jetzt Bescheid wüsste, warte mal. Es fühlt sich vertraut an. Oh, persönlich. Okay, das muss von Mary sein. Boah. Junge, also ich glaube, wir hätten alle alles gemacht, aber geschossen? Niemals! 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 Und jetzt folgen wir ihn einfach! Als wär's nichts! It's all over now.